Bevor ich kurz einige andere Themen auch benenne, möchte ich etwas zum Thema Impfzwang sagen, und zwar ein Impfzwang, der bereits vollzogen wird. Alles fokussiert sich im Moment auf diese Covid-19-Impfung. Ja, und im Hintergrund laufen beispielsweise im Bundesland Thüringen ganz andere Sachen ab. Impfzwang. Kinder, die jetzt eingeschult werden. Die Eltern werden tatsächlich gezwungen, diesen Kindern diese Sechsfachimpfung verabreichen zu lassen. Sechsfach, das muss man sich mal vorstellen. Das ist also neben dem üblichen Polio, Tetanus, ja, eben habe ich sie noch zusammengebracht. Auf jeden Fall, da ist Keuchhusten mit drin, da sind, ist die Masernimpfung mit drin. Also Impfungen, die schon allein an sich problematisch waren, alles zusammengemixt, irgendwie, was auch immer das ist, in Wahrheit, Sechsfachimpfung. Also eben neben dem üblichen Polio, Tetanus, Diphtherie. Unglaublich. Diese problematischen Impfungen, Keuchhusten, Masern. Alles in einer Sechsfachimpfung in irgendeinem wie auch immer gearteten Konglomerat da zusammengefasst. Und tatsächlich war ich gestern Abend im Freundeskreis, ja, ich sag mal bei einem gemütlichen Beisammensein, Feuerchen sitzen noch ein bisschen. Und eine sehr, sehr junge Familie, also ganz junge Eltern, obwohl sie eigentlich aufgeklärt ist. Die junge Frau, auch bedingt dadurch, dass sie selbst in der Pflege gearbeitet hat, Altenpflege, wurde eben gesagt, ja, wenn ihr die Impfung nicht macht, dann können wir euer Kind nicht einschulen. Und unter dem Druck, dem haben sie sich dann gebeugt, haben sie dem Jungen die Impfung geben lassen und der Junge ist tatsächlich kollabiert. Sie hat gesagt, er hätte hier dieses graue Dreieck gehabt, was sie eben aus der Altenpflege eigentlich von Menschen kennt. Bei einigen, bevor sie gehen, bevor sie sterben, ist das wohl dann so sichtbar. Und er hat gekrampft. Und das fand ich so furchtbar, dass jetzt, ich meine, es wird ständig von dieser Covid-19-Impfung gesprochen. Und ich sag mal, das steht im Vordergrund und im Hintergrund laufen relativ unbemerkt solche Dinge ab. Natürlich waren all die Impfungen und ist das Thema Impfung allgemein im Gespräch, aber ich wusste nicht, dass es hier praktisch einen Impfzwang gibt in Bezug auf diese Sechsfachimpfung. Und ich meine, es geht ihm wieder gut. Ich habe da auch ganz viel Vertrauen und Hoffnung, weil da spielen, wenn man jetzt ein bisschen spiritueller daran geht, ja auch andere Dinge eine große Rolle. Sie hat ihn dann auch sehr liebevoll aufgefangen, eine Schwester auch. Der Arzt hat es leider geleugnet, eben das ist ja auch das Thema. Die Schulen machen mit, die Schulleiter machen mit, die Ärzte machen mit, ein Kinderarzt. Aber eben die Schwester hat das Richtige getan, war sehr, ja, gefasst und eben auch liebevoll. Sie hat ihn gestützt. Aus meiner Sicht spielt sowas dann schon auch noch eine Rolle. Ich würde jetzt niemals Eltern irgendwie unterstellen, dass sie das nicht getan haben, wenn es nicht glimpflich ausgeht. Aber es geht ihm gut. Aber eben die Gefahr, dass daraus eine Epilepsie sich entwickelt, ist noch nicht ganz gebannt. Ich möchte es aber jetzt nicht so aussprechen im Sinne von so kann es sein. Ich sag mal, es geht ihm gut und es geht gut aus. Aber natürlich. Geht nicht immer und überall gut aus. Und wenn schon dort im Familie- oder Freundeskreis nah dran ein anderes Mädchen ebenfalls ohnmächtig geworden ist. Sie hat die Augen aufgeschlagen und geschielt. Irgendwas mit dem Sehnerv, was auch immer. Und irreversibel, sie schielt jetzt seitdem. Und das eben wirklich dann ja nicht irgendwie. Sagen wir mal, ein Kind von 1000. Ja, das hat mich wirklich erschreckt. Und ich möchte jetzt eben in dem Kontext auch mal darauf hinweisen, es gibt nicht nur diese Covid-Sache,
da laufen jetzt im Hintergrund auch ganz andere Sachen ab, die eben schon richtig übel sind. Impfzwang. Und es funktioniert auch wieder nur, weil Ärzte mitmachen, weil eben Ärzte trotz ihres Eids und ihrer eigentlichen Verpflichtung sich dann auch selbst belügen und betrügen, irgendwie ihr Gewissen dann da mit irgendeinem Balsam beruhigen. Ja, und Schulleitungen und Lehrpersonal eben wiederum auch, zum Teil aus Unwissenheit, aber zum Teil auch einfach aus Opportunismus. Ja, und viele, die jetzt nicht gerade unbedingt selbst Kinder oder Enkelkinder in dem Alter haben, sind dann auch nicht so wirklich betroffen, nur so ein bisschen am Rande. Das möchte ich jetzt einfach doch mal gesagt haben, dass es ganz, ganz wichtig ist jetzt hier im Moment, dass wir solidarisch sind. Weg von diesem Denken nur an uns selber und vielleicht noch unsere engsten Freunde und Verwandten. Ja, ich bringe jetzt einfach mal ein paar Titel unter all den vielen. Einfach YouTube-Titel noch kurz. Es kommen am Ende auch noch welche, die zu diesem Impfthema passen, dass im Oktober Robert F. Kennedy nach München kommen soll. Das hatte ich auch schon erwähnt. Ist ja mittlerweile bekannt, wie er sich in den Staaten gegen den Impfzwang einsetzt, schon sehr lange, wie er da wirklich auch Fakten hat und da wirklich einen Kampf eben geführt hat, für den man dankbar sein kann. Wobei ich natürlich auch sagen muss, es ist in dieser Zeit auch sehr wichtig, dass wir anfangen, nicht immer gegen etwas zu kämpfen, sondern immer mehr schon zu schauen, wo wir hinwollen und wofür wir kämpfen. Also, es gibt ein Video, bitte Leute anschauen und teilen, was das Zeug hält. Da äußert sich ein Politiker. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer das ist. Er spricht so ein bisschen sächsisch, aber es ist ganz interessant, was er da sagt zu dem Plan. Jetzt global eben der Eliten und was eben jetzt praktisch nochmal möglicherweise ein nächster Schritt, ein nächster Schachzug sein könnte. 9/11, das wissen mittlerweile sehr viele, was da wirklich dahinter steckte. Also solche Dinge können sie sich nicht mehr erlauben. Banken, die Währung, er spricht eben schon noch von der Möglichkeit, von also kleine Kriege nochmal hochkochen zu lassen. Ich glaube und hoffe das nicht, weil ich habe eben diese Hoffnung, dass das Dunkel so nicht mehr durchbrechen kann. Aber trotzdem, Titel bitte Leute anschauen und teilen, was das Zeug hält, kann man mal sich anhören. Es ist eben aufklärend, nicht uninteressant. Das passt jetzt sehr zu dem Thema Impfung und Impfzwang. Der andere Aspekt, auch noch on top, Merkel-Regierung hält 23% an Unternehmen, das am Corona-Impfstoff forscht. Die Bundesregierung hält 23% der Anteile am biopharmazeutischen Unternehmen CureVac. Nee, CureVac oder CureVac, wie auch immer. Also CURE und dann eben Revaccine, wie das englische Wort für Impfung. CureVac AG, das einen Corona-Impfstoff finden soll. Sie könnte hohe Renditen erzielen, wenn CureVac den Corona-Impfstoff als erstes Unternehmen auf den Markt bringt. Gesundheitsminister, ja, vermutlich Spahn. Da könnt ihr auch mal reinhören, da bringt der Kai Brenner etwas, dass der Spahn sich mit seinem Lebensgefährten jetzt in Berlin-Dahlem, haben die sich eine 4,3 Millionen Villa gerade zugelegt. Ne? Sehr interessant auch. Kein Fake. Es ist schon mehr gestreut worden. Da war eben von einer 3 Millionen Villa die Rede. 3 Millionen, 4,3 Millionen ist für mich nicht so entscheidend, aber das 4,3 oder 4,5 ist wohl dann das, was anscheinend den Tatsachen entspricht. Ja, das auch nicht zu vergessen, dieser finanzielle Aspekt. Und der
Mann der Frau Merkel, Mann wie auch immer, was das da ist von ihr, der hängt ja da auch mit drin in dieser Forschung in Österreich irgendwie. Dann haben wir hier Lugansk Media Center for Ukrainian Army Servicemen die in COVID-19 Vaccine Trial. Also vier ukrainische Soldaten sind nach einer Testimpfung zu COVID-19 verstorben. 11 weitere von den 15 ringen mit dem Leben. Traurig, tragisch. Oh nein. Ach, das ist auch nicht das Richtige. Jetzt bin ich irgendwie da nicht mehr am richtigen Ort. Ich habe es genannt. Wenn ihr eingebt, vier ukrainische Soldaten an der COVID-19-Testimpfung verstorben, da kommen Informationen dann auch. Also, hier wäre es jetzt. Ja, das war jetzt der Absturz. Ist vielleicht auch ein Zeichen, dass ich jetzt erstmal aufhöre. Wir haben dann noch Ärzte. Also ich halte es jetzt doch noch mal dran hier. Ja, da geht es um diese Testimpfung. Junge Männer, ukrainische Soldaten. Wieso jetzt gerade die Ukraine da auch so mitmacht, aber dass Russland da auch jetzt wirklich eine schwierige Rolle spielt, weil die tatsächlich schon angefangen haben, in der Bevölkerung zu impfen. Ja, unverständlicherweise, aber entspricht wohl leider den Tatsachen. Verstehe ich auch nicht, was Putin da macht, aber ich meine, der ist ja auch kein großer weiser Mann in allem und auch kein Heiliger und ja, ist vielleicht auch einfach falsch informiert und hat da jetzt mal nicht gerade die richtige Entscheidung getroffen. Zumal der Impfstoff ja auch vollkommen unausgegoren ist und so weiter. Aber es ist wohl leider scheint wahr zu sein, also soweit ich das auch mitbekommen habe von Leuten, die da Verwandte haben, also die russische Wurzeln haben. Ärzte in offenem Brief gegen Maskenpflicht für Schüler. In einem offenen Brief an die NRW-Schulministerin wendet sich die Oberärztin der Kinderambulanz des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke, das ist ein anthroposophisches, gegen die Maskenpflicht für Schüler und sie weist eben auch auf die Folgen hin, die psychischen Belastungsfolgen. Nicht eben nur auf der physischen Ebene, sondern auch auf der psychisch-seelischen Ebene. Also Ärzte in offenem Brief gegen Maskenpflicht für Schüler. Man kann es sowieso mal schlecht lesen. Das ist ja mehr, also da ist eben dann auch entsprechend ein Bild dabei. Klassenzimmer, Kind und Lehrerin mit Maske. RKI-Doppelpunkt, Impfstoff im Herbst, offenbar falsche Prognose. Ja, jetzt nicht so unbedingt anschauen, denke ich. Ich weiß es nicht. Also es war im Chat. Demo, Bindestrich, Eltern stehen auf, Bindestrich in Düsseldorf am 14.08.2020. Da wird auch der Song Kleine Hände eingespielt. Es ist also schon auch berührend gemacht. Und es geht natürlich um das Thema Impfzwang, Maskenpflicht und so weiter. So. Das sind jetzt alles andere Dinge hier. Ganz kurz nochmal. Ja, sowas gibt es auch immer in den Chats. Das finde ich sehr schön. Die allumfassende, unsere Erde umspannende Liebe. Lieder des Herzens von Hendrik, Tobias und Maria Sophia. Gehört habe ich es jetzt noch nicht, aber so, dann sind hier einige andere Dinge. Ach ja, zu 5G.
Da habe ich heute noch mal was gehört und mir ist auch so bewusst geworden, das hatte ich damals eigentlich auch geteilt. Es war so, dass es mich angegriffen hat und das greift natürlich schon die Zellen an, zellschädigend. Auch eben mental, unsere Emotionalität. Ja, also gerade das Hirn hier und Herz, es zu schützen. Aber bei mir war es tatsächlich immer so, wenn es da irgendeinen vollkommen überflüssigen Stress, systemisch bedingt durch die Schulleiterin gab und ich dann irgendwann zu fortgeschrittener Stunde, mehr im Nachmittagsbereich meistens, das nicht mehr so gut noch schon irgendwie in den Griff bekommen habe, sprich einfach da dann auch doch noch mal abgerutscht, abgesackt bin. Oder auch einfach doch überanstrengend war, weil die Ruhephase wäre lange dran gewesen und ich hatte null Pause gehabt bis in den späten Nachmittag hinein. Dann spürte ich das, dann wirkte das besonders, aber irgendwie wie das Schutzschild weg, dann knallte das besonders rein. Es gibt schon viele Menschen, die sich da eben schützen können. Da kann man auch um Schutz bitten, wer das glaubt. Und wer das glaubt, da ist natürlich dann wirklich auch schon ein Schutz da, da ist ein Schutz geboten. Es gibt da auch eine geistige Welt, die uns da auch hilft. Ich hoffe, das glauben mittlerweile auch mehr und mehr Menschen. Aber eben, wir leben noch in der 3D-Welt und viele haben da die Zugänge auch noch nicht so. Und nicht jeder kann schon immer irgendwie im fünfdimensionalen da höher schwingen, sage ich mal. Und es braucht unsere Solidarität. Denn es ist de facto wirklich so, dass es eben auch so gedacht war und ist im Hinblick auf schädigende Einwirkungen. Ich habe da ein Bild, das hatte ich jetzt hier, vielleicht bringe ich das morgen noch mal rein, weil so Bilder sind ja immer anschaulich einprägsamer. Mittlerweile sind wohl angeblich unter manchen Kaminen auf Hausdächern auch 5G-Antennen darunter. Und dann wird da so ein gefakter Kamin einfach wie so eine Haube aufgestülpt aus Plastik oder was auch immer. Also wenn bei euch Häuser gebaut werden, seid wach, habt doch mal ein Auge darauf und schaut einfach hin. Und wenn euch das auffällt, ja, hingehen, fragen, ansprechen. Klar. Dann habe ich aber zum Abschluss noch ganz was anderes. Das war aus meiner Kommunikation, da im YouTube-Kanal und weil ich einfach sowas ja hier auch gar nicht bringe, aber eben mich ja auch anders informiere und da dann auch schon mal äußere, schriftlich, wollte ich das einfach jetzt mal sagen. Es wird gesagt, wenn wirklich die Menschheit jetzt aufsteigt, glaubt es doch, die Erde, dass dann auch eine Art Vakuum entsteht zwischenzeitlich. Und dieses Vakuum, das hatte ich dann auch mit kommentiert, das dürfen wir füllen, wirklich füllen, eben mit dem, was wir möchten, mit dem Guten. Wir wollen doch alle das Gute, wir wollen alle Gutes. Also mit dem Guten füllen, mit dem Herzen, mit dem Lichtvollen. Ja, und das ist wichtig, dass wir in die eigene Kraft gehen. In der Verbundenheit in die eigene Kraft kommen. Immer mehr, mehr und mehr. Und da bin ich jedem dankbar, der dafür auch wirklich von dieser spirituellen Seite im Moment einen wichtigen Beitrag leistet, wie der Uwe Breuer, wie die Lena Giger, wie auch Nancy Holten. Ich weiß, das ist nicht für jedermann und schon gar nicht für, denke ich, die Mehrzahl von denen, die hier bei mir schon mal reinhören. Aber für mich, sagen wir mal so, ich glaube das und ich spüre das und ich möchte das auch leben. Das wollte ich einfach auch nochmal gesagt haben, bevor ich morgen auch nochmal wirklich andere Infotitel bringe, die im Hinblick auf Aufklärung im Moment gerade relevant sind. Ja, dann danke fürs Zuhören.